Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich-Ungarn. Genialerweise haben wir jetzt den gegen Polen. Ach. Ja, echt empfehlt. Wir machen auch Regulatory Bodies, wir versuchen zumindest, um den Generalstreik abzuwehren. Echoes of Revolution, the current of radical liberal thought is spreading internationally and has recently reached Austria, Hungary. Yay, I guess. Noch mehr Revolution. Sounds like a menace. Revolutionary Hero und Radical. Was macht Radical? Strongly oppose Anarchy, Oligarchy, Oligarchy. Those landed thing. Okay, also der mag Census und Universal Sub. Okay. Was wieder noch? Guaranteed Liberty ist ja klar. Ja. Solche Leute sollten noch mehr. So, nachdem wir vor allem in Schlesien, aber auch in diesen beiden Gebieten relativ viel Industrie haben, wird unser Markt wahrscheinlich absolut irre spielen. Ja, keine Kohle, kein Öl. Ja, Öl sowieso nicht. Let's import coal. Dafür haben sie keine Fabriken und sowas in die Richtung. Oh, wir könnten es von ihnen kaufen. Haha. Okay. Na gut. Boah, 12.000. Ja, das können wir auch aus Polen kaufen. Na gut, wir kaufen es einstweilen. Ist der Krieg gestartet? Elektrizität kann man nicht importieren, das machen wir aber eh schon. Ach, Blei haben wir viel zu wenig. Kaufen alles bei, was halt. Oh, es sind zu viele, dass ich nein. Jetzt das haben wir nicht einigen. Amerikaner Zeug. Naja, Ironclad brauchen wir nicht wirklich. Okay.
Rise of Radicalism. Ja, machen wir noch mehr Radikale. Habt schon recht. Ich hasse es. Ja. Können wir bitte einfach in Biedermeier bleiben, wie sich's gehört? Under the leadership of Valentin von Lepnopur, the radical movement is becoming very widespread in Austria-Hungary. Whether we support or oppose them, this heralds a time of great change and reaction. Is of the communists. Of course not. Nein, auf keinen Fall. Wir unterstützen die Konservativen. Das geht echt nicht. Republic spinnen die Leute. Denen geht's ja wohl nicht gut. Können wir bitte das sitzende Gebiet endlich erobern? Alles schrecklich. Oh, wir haben auch noch Springtime of People. Peoples. Uncompleted Hungary. Peace. Austria. Insurrection with interest groups. At least one of it with a reactionary victory. All interest in Hungary currently meet this requirement. Not have ideology radical. All the interest group is marginalized. Okay. Ja, ich weiß, die Trade Unions sind red. Ah nein, du bist radikal. Du bist radikal und du bist radikal, was? Die Intellektuellen und die Kapitalisten sind radikal. Ach, alles geht. Ich habe nur noch negative Dinge. Wirklich. Yes. Alles wird schlecht. Gott. Vielleicht sollten wir den Leuten doch ein paar liberale Reformen geben. Was wollt ihr eigentlich? Ich mache eh gerade was auch immer. Ich gebe ihnen eh gerade Regulatory Bodies. Ich versuche
zumindest. Ja, da mischt sich wenigstens keiner mehr ein. Mein wunderschönes Beep ist mal runter. Alles eure Schuld. Frankreich, was möchtest du? Ein Trade Agreement. Ja, das will ich auch. Okay, wir sind in der Phase. Allen ist es egal, was mit den Polen passiert. Das ist gut. Uns ist es egal. Wir werden sie vernichten. Lieber wäre es mir halt fast gewesen, wenn wir... Wir haben das Jahr 1903. Österreich. Immerhin. Österreich. Ja. Wir hätten auch schon Deutschland fast. Wir den Ganzen bitte endlich ein Ende machen. Greift sie bitte an. Am besten zwei Fronten. Irgendwo hier in der Gegend. Oh, wir haben Österreich urbanisiert. Schau an, was wir alles schaffen. Winds of Change. Dalmatia has come a long way since you had our attention was first brought. Coming from small houses and scattered hamlets to being on its way to become a blooming metropolis, finally Dalmatia shines back. Never before. So, and why this standard of living increase? Ja, das wäre grundsätzlich nicht schlecht, weil dort ist unsere ganze Lohnproduktion. Aber Loyalisten wäre sicherlich auch nicht schlecht da. Das wird schrecklich. Nope, wieder ein Defensive Attack. Okay. Und Skandinavien, ja, das klingt. Ja, das finde ich super. Wir sind zwar die Stärkeren, aber wir haben auf der anderen Seite die gleichen Truppen wie wir selbst. Und dann haben wir auch noch dazu gefüllt. Und sie haben gut gefüllt. Ich hätte die verschrauben sollen bei ihnen. So wie damals bei den Böhmen. Sehr ärgerlich. Jetzt haben sie einige wirklich starke Truppen stehen.
Wie kannst du also jetzt schon auf 8,6% sein? Wieso verlieren wir so viel? Oh, weil wir so viele Radikale in der Bevölkerung haben. Automatic Bottle Blowers finde ich cool. Wenn wir jetzt nicht weiter verfolgen, können wir bitte den setzen und einen neuen Angriff starten, wo wir dann gewinnen. Es wäre ziemlich peinlich, wenn sie den Krieg gewinnen. Holstein gegen wen? Holstein wäre Revolt. Oh. Oder auch nichts. Finde ich gut. Ah, wir haben die Chancen erhöht. Wir hatten ein Advancement. Finde ich gut. Danke. Das wollte ich hören. Freunde, wir haben die stärkeren Puppen als die. Wir werden das ja wohl gewinnen können. Das sind circa gleich stark, das gibt's einfach. Wir haben schon wieder ein negatives Ereignis. Und sie schon wieder ein positives. Warum? Ich finde das nicht richtig. Wenn sich die unabhängig erklären von uns, ist es schrecklich. Weil das hat von uns. Ach, wie. Das Problem ist, ich kann gar nichts machen dagegen. Ich meine, ich habe so viel Stärke. Ich kann auch andere mobilisieren und an die Front schicken, aber das wird jetzt nicht viel bringen. Ich meine, wenn wir mehr Truppen dort haben, vielleicht Radical Liberal Currents in parts of Austria-Hungary are causing local revolutionary activity. Ja, genau. It could happen anywhere. Plus 20% Pop. Either you become more radical, or... ja, okay, gut. Wir nehmen die 50.000 Leute in Sinai und nicht die 6 Millionen in Österreich. Wie kann es sein, dass die zweimal hintereinander so gut würfeln? Und noch dazu mehr Truppen zur Verteidigung haben, als wir zum Angriff. Wir haben dreimal so viele Truppen dort stehen. Aber die sind alle in der Verteidigung. Okay. Was? Wir machen Folgendes. Ihr greift es ebenfalls an. Ich weiß nicht, ob das ist. Aber vielleicht haben wir dann eine zahlenmäßige Überlegenheit im Angriff.
irgendwie schaffen. Bis jetzt haben wir es nicht geschafft. Aber ich meine, wir haben erst 2 Schlachten und wir sind schon 50% von unserer Moral runter. Und bei minus 1, das ist auch. Macht es auch nicht besser. Okay. Die Steuern erhöhen. Ich tue das nur ungern, aber bevor wir ins Minus auch crashen. Okay. Social is demago. Okay, das klingt sehr schrecklich. Under shorty of the rural folk is rapidly gaining popularity of the people. Und noch ein Radikaler. Yay. All discovered in Valachia. Das ist schön. Das freut mich für die Valachen. Jetzt sollen sie mit. Mehr ist doppelt so viel Bereich. Nein, wir haben schon wieder 24, 50 nur. Und wir haben schon wieder, was ist das? Minus 50% Provinces captured. Wir capturen sowieso nichts. Ach Gott. Es sind schon wieder viel weniger beim Angriff als bei der Verteidigung. Das gibt gegen das revolutionäre Danzig. Naja, was. Ich bin sehr, sehr erschüttert über den Verlauf des Krieges. Soll ich euch was sagen, Freunde? Das ist peinlich. Wenn ich gewusst hätte, hätte ich versucht, den Krieg zu kriegen, dass die von der anderen Seite angreift. Ja, was machen wir mit? Habe ich einen nicht im Krieg befindlichen Typ? Nein, du bleibst auf jeden Fall da. Du bist. Du fehlst. Wirklich in der Front. So, wir haben jetzt 3 Battles. Oh, wir haben Regulatory Bodies. Das finde ich. Geht vorbei. With the passing of the new law, the government has met the demands of the striking workers. The unions should be more involved in politics. Oh, danke. Mehr Loyalisten. Oh ja. Mehr.
So. Wir haben nur noch minus 3 ausgezeichnet, also zumindest das geht weg. So, wir sollten die Leute versuchen,